Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zur zweiten Staffel Jurassic Battle. Endlich ist es wieder soweit und die Dino-Kämpfe gehen wieder los. Ich wünsche euch viel Spaß, meine Freunde. Die Regeln sind wie folgt: Es treten diesmal drei Dinosaurier gegeneinander an. Der Dino, der als letztes überlebt, kommt somit ins Halbfinale. Hier blende ich dann mal die Tabelle ein der kommenden Folgen. Am 17.09. kommt ein großer Kampf mit allen Dinos, die verloren haben, um noch eine letzte Chance ins Finale zu kommen. Die Preise: Der Gewinner bekommt eine 10-Euro-Card seiner Wahl, der zweite Platz bekommt 50.000 Kanalpunkte und der dritte Platz bekommt 25.000 Kanalpunkte. Wie kann ich mitmachen? In jeder Folge wird ein VIP gezogen. Solltest du kein VIP sein, schreib einfach in die Kommentare Hashtag Jurassic Battle und sei mit wenig Glück in der nächsten Folge dabei. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Spaß und viel Erfolg. So, meine Freunde, kommen wir zum vierten Kampf. Als erstes haben wir den Afroventor. Den übernimmt ein VIP. In dem Fall per Glücksrad wieder. Bin gespannt, wer es heute sein wird. Wer das Glück hat und mitmachen kann. Und es ist Sascha Gaming TV. GG, du bist dabei, mein Freund. Dann kommen wir auch gleich zum nächsten Dino. Da haben wir den Tyrannosaurus Rex. Der wird übernommen von einem Kommentar aus dem letzten Video. In dem Fall wurde da gezogen Vanessa Brawlstars mit dem Kommentar GG, nices Video. Du bist dabei, Vanessa. Glückwunsch. Und dann kommen wir zum letzten Dino, den Mitria Cantosaurus. Das ist natürlich auch ein Kommentar aus dem letzten Video. Und da wurde gezogen Ruhig Amir Big Mac mit dem Kommentar sehr spannend. Freue mich schon auf die nächste Folge. Ich mich auch. Die nächste Folge ist also mit jetzt. Dann Leute, ich hole alle raus und sehen uns gleich wieder im Kampf. Achso, nicht vergessen, ne? Falls ihr mitmachen wollt, schreibt in die Kommentare Hashtag Jurassic Battle erneut. Ne? Ganz wichtig. Dann bis gleich, Leute. So, da sind alle Dinos draußen. Ich bin echt gespannt, wie sich der... Oha, hier. Der brüllt schon. Wie sich der Tyrannosaurus Rex schlagen wird heute. Aber diesmal, guck mal Leute, diesmal kämpfen zuerst die Kleinen hier. Einmal den Mitria Cantosaurus gegen den Afroventor. Ich glaube, sonst hatten wir da große zuerst gekämpft. Das heißt, der Große kann diesmal Glück haben, dass er gewinnt. Da kämpfen die Kleinen zuerst. Mal schauen, ob sie bis zum Ende kämpfen. Die werden sich ja beide schon ziemlich schwächen jetzt gerade. Alter, aber richtig. 25 zu 42. Alter, sind aber auch klein, ne? Gegen den Tyrannosaurus Rex. Oh Mann. Aber egal, auch die Dinos werden ja ausgelost. Im Hintergrund. Wahnsinn. Zwei kleine gegen einen großen hier, also. Das ist ja auch Wahnsinn heute. Ich bin echt gespannt, wer jetzt hier als letztes überlebt. Ach du Scheiße, ich glaube der Tyrannosaurus Rex, der wird beide zerfleischen hier noch. Okay. Und was macht der jetzt da? Oha. Aber man muss auch so sagen, ne? Da hat der Tyrannosaurus Rex ziemlich Glück gehabt, damit er hier, dass er hier bei den Kleinen gelandet ist und kein Mittelgroßer noch mit drin ist hier. Aber noch? Ah, generiert er sich wieder? 38? Okay, doch. Er generiert sich noch wieder. Aber hat noch nichts zu sagen, ne? Wenn jetzt die Beine kämpfen, ne? Er macht jetzt hier ein bisschen Schaden beim Tyrannosaurus Rex. Und dann kämpft gleich der Nächste, ne? Dann kann er noch verlieren, ne? Es kommt immer drauf an, wie viel Pause dazwischen ist.
Okay, jetzt hier, die nächsten. Ja. Oh, geil, Alter. Oh. Das sieht so falsch aus. Oh nein. Der tut mir voll leid. Ja, komm, los. Zeig, was du drauf hast. Alter. Uiuiui. Komm, schnapp wenigstens einmal zu. Wehr dich ein bisschen. Komm, wehr dich ein bisschen. Komm, schnapp doch zu. Er macht nicht einmal Schaden, oder was? Los! Schnapp doch zu! Nee, okay. Er guckt nur, ne? Ja, okay. Also, er hat dir nicht einmal Schaden gemacht. Das sieht so böse aus. Alter. Man muss auch sagen, der Tyrannosaurus Rex gehört auch zu der obersten Klasse. Ey, der muss ja so ein Glück haben, dass der hier zwei kleine hat. Ist ja wie so ein Spielplatz für ihn. Oh nein. Ey, nee. Das ist schon eindeutig hier, meine Freunde. Komm, Afro. Aber ihr wisst ja Bescheid, ne? Das heißt ja noch nicht alles hier, ne? Dass er ja komplett ausgeschieden ist. Am 17.09. kommt ja noch mal ein großer Kampf mit allen Dinos, die dabei waren, also die verloren haben. Ne? So. Jetzt müssen wir noch auf den letzten Kampf warten, aber ja. Da wird nicht mehr viel kommen, meine Freunde, ne? Einmal durchlaufen, genau. Zack. Da hat der Tyrannosaurus Rex leichtes Spiel gehabt. Leichtes Spiel. Aber so kann es auch kommen, ne? Bis jetzt haben die Großen immer verloren. Und heute hat der Große mal gewonnen. War halt ein bisschen easy, aber so ist es halt. Dann erwarten wir mal auf den nächsten Kampf hier. Wann es losgeht. So, nicht abhauen hier, mein Freund. Komm, der schnüffelt schon. Naja, gewinnen kann er nicht mehr, ne? Ist ja klar. Er ist ja hier eindeutig stärker. Ist ja jetzt wie so ein 1-1 halt, ne? Aber auch der Tyrannosaurus Rex hätte auch verlieren können, hätte er wieder als erstes gekämpft, wie die Kämpfe davor, wo die Großen mal zuerst gekämpft haben. Aber er hat sich echt... Okay, jetzt rausgehalten. Okay, mal gucken, ob der Afroventor wenigstens einmal zuschlägt oder ob die sich gar nicht trauen auf den Großen. Doch. Ach, der macht kaum Schaden. Der macht kaum Schaden, ey. Oh Mann. Oh, let's go, komm. Ja, er schlägt nochmal. Hat ihn schon auf 58%, okay. Er ist bei 50. Mal gucken, ob sie durchziehen. Oder ob sie nochmal auseinander gehen. Könnte passieren, aber würde nicht viel bringen für den hier. Oh, 20. Und er schnappt nochmal zu. Da ist 1%. Und weg ist er. Uff. Alter, das war ja mal der heftigste Kampf hier, ne? Es sah so böse aus, wie der die Beine zerfleischt hat. Ja, Leute. Somit ist der Tyrannosaurus Rex easy eine Runde weiter. Er hat 57% doch gehabt, ne?
nicht viel verloren. Ja, perfekt. Das war echt ein schneller Kampf, ne? Ich weiß gar nicht. Unter 10 Minuten war das bestimmt. Unter 10 Minuten waren das bestimmt. Er hat sich echt dran gehalten. Ja gut, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ah, der sieht so schön aus, ne? Mega, mega, mega. Heftig. Ja gut, ich bin gespannt, wie er sich weiterschlagen tut in den nächsten Folgen. Ne? Und denkt dran, Leute, falls ihr mitmachen wollt, in den Kommentaren schreiben, Hashtag Jurassic Battle, erneut reinschreiben, ne? Und es kommen jetzt noch zwei Folgen jetzt noch, genau. Zwei Folgen kommen jetzt noch, wo ihr mitmachen könnt. Und dann geht es so langsam ins Halbfinale und in das große Loser Battle Royale. Also dann bis zur nächsten Folge, meine Freunde. Ciao, ciao.